Überraschung! Schätze, du wusstest nicht, dass man die Gravitationsummantelung invertieren und jemanden an der Decke festtackern kann. Ich hab's auch erst gewusst, nachdem ich's ausprobiert hatte. Hör zu, steig in den Gravitationsfluss. Oder hast du Schiss? Hat man schon eine Art Gravitationsfeld zurechtgebastelt? Ja, ich seh's. Als es ausgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Warte mal, ich hätte wieder Sprengstoff. Gib die mal auf die Dinger, also lass die mal da liegen. Weil ich glaube, wir müssen hier nachher das Ding als Fluchtweg nehmen. Wir müssen hier auf jeden Fall zurück. Und ich habe so ein bisschen dumpfe Gefühl. Das ist jetzt mein voller Ernst. Ich kann mich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Tut mir leid, aber ich will nicht sterben. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und zünden. Man sieht sich. Achtung! Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert.
Schiff mal. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Steuerung kurz geschlossen. Können Sie da was machen? Nein, der einzige Weg, die Falle zu deaktivieren, ist irgendwie den Generator. Weißt du, ich wollte niemanden sterben. Stell dich zu schnell. Ich kann nicht sehen, was abgeht. Leben. Können Sie ihn ausbremsen? Das war alles, was ich wollte. Ich versuch's. Ich wollte leben. Hat geklappt. Die Schwerkraftwerte sind wieder normal. Was fänden Sie schlimmer, Backe? Mit allen anderen zu sterben oder der einzige Überlebende zu sein? Nicht das Sterben macht mir Angst, sondern vor dem Tod nichts bewegt zu haben. Sie sollten es jetzt bis hoch zur Spitze des Kommandoturms schaffen, Isaac. Wenn Edwards in der Nähe ist, werden Sie ihn dort finden. Und sein Geheimversteck. Okay. Yeah.